Justus, den brauche ich. Bitte kauf ihn mir. Jetzt zeig mal, wie cool der ist. Ich dachte eben, ja, man kann das hochfahren. Und dann hat man alles hier unten verstaut. Dann kann man hier oben arbeiten. Und Nancy sagt dann, ja, dann kann ich hier meine Nudelsuppe drauf essen. Ja, abends so. Mach mal zu. Also, mal, müssen wir mal zeigen, wie das krass ist. Guck mal, so erstmal so ein langweiliger Tisch. Wow. Und dann esse ich hier nachts meine Nudelsuppe. Johann wusste gleich, wovon ich rede, ne? Das ist meins. Was? Du willst das haben, ja, ne? Ich will's haben. Das ist so cool. Ich brauche ja einen neuen und ihr habt ja schon einen. Ja, ja, ja. Ja, dafür sind wir gerade hier, ne? Johann darf sich nämlich auch seine Möbel jetzt aussuchen für sein Kinderzimmer. Und dieses Sofa soll es schon mal sein? Ja, ich gucke mir doch andere Sofa an. Hauptsache schwarz, meinte er, weil schwarz wäre cool. Nein, aber kann man eigentlich von der Form her auch halt... Keine Ahnung, wenn man ein weißes sieht, kann man das auch nicht. Ja, genau, kannst du auch in schwarz sehen. Genau, ja, in verschiedenen Farben. Ist dir das zu groß, ne? Über Eck? Ist das vielleicht doch ein bisschen zu groß für dein Zimmer? Ich habe schon geguckt, es passt. Ja? Ja? Du hast schon mit. Guck mal, Justus. Ja. Justus hat natürlich sein. Nein, das letzte Mal war ja schon hier. Messi, Messi hier. Das hat ja hier schon 2,80 Meter, also 3 Meter darf es. Und dann ist das auch ist jetzt das Sofa? Ja, das ist das Sofa. Okay. Das heißt, wenn man dir guckt. Aber der Tisch ist krass. Warte, wie viel kostet der denn? Es gibt hier immer 7 Preise. Der ist ja ganz günstig hier, den nehme ich für mich. Den nehme ich mit. Justus! Aber ist er dafür da, dass er ausgeklappt auch benutzt werden kann? Oder eigentlich nicht? Doch, ne? Ja, kannst du feststellen. Dann nehme ich den doch. Dann nehme ich den. Wie krass! Ach, feststellen kann man den auch noch? Ja. Ist aber so. Und dann ist auch zu, ah, okay, auch cool. Nicht und da kann ich da wirklich essen. Nee, ich dachte die ganze Zeit arbeiten. Coole nein, Arbeit, nein, aber essen wollen wir, Johann. Essen. Johann versteht man kann mich. Man hier sein iPad oder man guckt hier Fernsehen und wäre... Ja, okay, genau. Es wird auf cool. Dem Sofa wird nicht gegessen. Ich möchte das Ding haben. Okay. Nehme mit, direkt jetzt so. Essen ist mit mir. Wir wollten eigentlich für die Kinderzimmer gucken, aber jetzt habe ich was für mich. Das war mit mir. Das ist mega cool, das Sofa. Doch, das Sofa. Mega hart, das Sofa. Nee, ich finde es weich. Also ich saß jetzt auch gerade drauf. Genau, das kann man noch ausziehen hier. Mal gucken. Erstmal den Tisch müssen wir zurück. Also mich hat ein Möbelstück noch nie so überzeugt innerhalb von 2 Sekunden. Ne? Ich war vor 2 Wochen nochmal hier und habe mir alles nochmal angeguckt. Und ein paar andere Sachen. Und ich dachte, ja, das ist sehr gut für Johann. Ist das zum Schlafen? Können deine Kumpels dann direkt drauf schlafen, ne Johann? Brauchen wir nicht extra immer eine Matratze da? Ich hab Lust, hab doch mal rüber zu gehen zu Freundinnen. Was? Johann, das hört sich jetzt nicht gut an. Das hört sich an wie so eine faule Socke. Sag mal, ob das gemütlich ist. Oder einfach so, weißt du, für die Füße. Auch für Freunde. Ja, ja, klar, für seine Kumpels. Guck mal, Anastasia testet schon mal, ist das gemütlich genug? Nee, musst du springen. Geht auf jeden Fall super schnell. Schnell aufgebaut, das ist gut. Du hast doch schon ein Riesenbett, Elisa. Nein, das ist ja auch nur so einmal. Nee, das ist kein Riesenbett, das ist ein kleiner Bett. Was? Du hast ein Riesenbett, hast du noch gar nicht gesehen, ne? Stimmt, hast du noch gar nicht gesehen. Oh, gibt es noch eine Live-Reaktion von Elisas Riesenbett? Aua. Ja. Das hast du ja gesagt. Aua. Gut, also das hatte ich mir. Diese Kombination ist der Hammer, Johann. Hast du dir gut ausgesucht. Das gehört mir. Das gehört ihm. Elisa. Warte mal, du kriegst ein ganz tolles Zimmer. Ne? Guck noch mal nach den anderen Sofas, Johann. Ich dachte, für dich auch das schwarze Ledersofa, da ist auch cool. Ja. Komm, wir gucken mal. Zeig mal. Ja? Hi. Hallo. Ich folge dir schon ganz lange auf Instagram. Ach so. Ja klar, können wir ein Foto machen. Das war süß. Zuschauerin gerade. Ja. Getroffen, ne? Das ist mir ein bisschen zu für Ältere. Zu für Ältere? So, ich mag ja kein Leder wahrscheinlich. Es, guck mal, ist, ne? Dass wir nicht so Leder spielen. Wir sind keine Lederleute. Ich habe zu Justus gesagt, eigentlich hätte ich voll gerne so ein weißes Sofa, also oder hellbeige und dann Leder. Weil Leder lässt sich ja dann zumindest auch abwischen und alles, oder? Anstatt so ein stoffhelles Sofa. Ist doch viel praktischer, denke ich mir zumindest. Oh, guck mal, tschüss. Mario. Ja? Ich komm. Ich liebe das Möbel suchen. Oh, neu einrichten ist immer so cool. Und Johann darf sich wirklich alles selber aussuchen. Das haben wir ihm
versprochen und gesagt, kann sich sein Zimmer komplett selber einrichten und schauen, welches Sofa zum Beispiel. Und das findest du cool? Ja. Zeig ich es dir mal. Okay, so ein dickes, fettes Sofa. Ich guck mal weiter. Ich finde das auch cool. Ohne Klapptisch. Ohne, ja, den Tisch kann man ja trotzdem einzeln kaufen, Elisa. Das macht ja nichts. Ist ein bisschen teurer, das Sofa, als das andere, ne? Okay. Und was sagst du, Anastasia? Ist das gemütlich? Ist das gut? Probier mal aus. Das muss man ordentlich testen, bevor man sich entscheidet. Ist ja auch eine krasse Investition, ne? Oh, Justus hat da noch mal was anderes gefunden. Kann man einen Doppeltisch machen? Kann man ausziehen zum Doppeltisch? Oh, mit Fußpedal. Und dann? Was passiert dann? Ach, hoch und runter kann es auch fahren. Das ist ja ein Cybertisch. Hoch und runter und dann auch noch größer machen. Ach, krass. Oh, Justus. Das kannst du auch im Nudelsuppe essen. Ja, damit kann man auch Nudelsuppe essen. Auch wir gucken noch mal darauf Nudelsuppe. Kann man darauf Nudelsuppe essen? Das ist der Test für solche Tische. Ey, den finde ich richtig gut. Der ist doch doppelt so teuer wie der andere eben, aber der ist natürlich viel funktionaler. Oder kann man den auf verschiedene Stufen stellen? Vor allem kannst du den jetzt auch in der Kühe. Also wir brauchen ja etwas, womit wir auch arbeiten können. Ja, wir arbeiten noch gar nicht da. Kann man so machen? Guck mal, Anastasia fühlt sich schon wie zu Hause, zieht sich schon mal die Schuhe aus. Wie können wir es denn so halb hoch machen auch? Halb hoch, also nicht ganz nach unten oder ganz nach oben, bestimmt. Das ist wie ein Stuhl, eigentlich letztlich wie ein Stuhl. Ach. Du kannst es hoch und runter machen, wie du willst. Cool. Ich finde das mega. Ich will den haben. Johann, du kannst dich alle, du musst hier schon entscheiden. Ich will nur den da haben. Ich brauche dann auch keinen Schreibtisch. So, jetzt muss ich dran sitzen. Komm, film mich mal, Justus, wie ich dran sitze. Ich mach das. Kannst du das, Elisa? Ja. Okay, auf Pedal drücken. Wir haben jetzt Fernsehen geguckt und jetzt möchte ich gerne meine Nudelsuppe essen. Nein, es wird auf der Couch, keine Nudelsuppe gegessen. Ruhig noch höher, Elisa. Kannst du noch höher? Wir essen nicht. Oh mein Gott. Oh. Ja, wir nehmen die Ellbogen vom Tisch. Wir lehnen uns nicht über den Tisch. Und wenn dieser Tisch wird nicht gekauft. Wie macht man den denn auf? Joa! Okay. Nein. Wie cool. Ja, okay, das ist auf jeden Fall cool. Multifunktional. Und kann man den kann auch in schwarz? Kann man auch gut abwischen. Guck mal, das müssen wir so fragen. Gibt's bestimmt. Aber schwarz ist zu viel, Björn. Wenn du ein schwarzes Sofa hast, dann ist ein schwarzer Tisch. Ah ja, hier steht auch Farbauswahl, nein. Nein. Farbauswahl, nein. Cool. Ja. Guck mal, Anastasia, finde ich es auch cool. Das hat sich gelohnt, hierher zu kommen, Justus. Echt? Ja, ich liebe es. Cool. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schwierig ist, gemütliche, funktionale und schöne Esszimmerstühle zu finden. Das heißt, dass wir irgendwas haben müssen, was komplett abwischbar ist. Ja, abwischbar, genau. Ich habe so helle Stoffdinger gesehen, die waren wunderschön und gemütlich, aber die werden nach einem halben Tag bei mir schmutzig. Ich habe vier Kinder. Ja, aber das ist so hässlich, Justus. Man muss sich wirklich entscheiden, ob man hässlich will oder Nee, aber das ist jetzt hier ein weißes Leder, was abwischbar ist. Ich mag so eine Schaukelstühle. Ich wollte jetzt dieses Mal sowas zum Drehen. Ach nee. Ich mag solche Schwingstühle. Ich finde das so hässlich, Justus. Okay, danke. Ich glaube, wir finden nichts Schönes mehr, Justus. Ich muss einfach, ich kaufe etwas ein, wenn der jetzt nicht guckt. Ja, dann wird es aber hässlich. Und vor allen Dingen habe ich immer noch kein Eis bekommen. Ja, dann gehen wir jetzt Eis holen, ja? Das sagst du schon seit einer halben Stunde, dass wir jetzt aber wirklich Eis holen gehen. Und dann schleppst du mich wieder zum nächsten Sofa. Ja, ich glaube, dass die Eisdiele hat heute zu. Nein, die hat bestimmt nicht zu. Das wäre ja schrecklich. Zu. Wir sind doch nur hier wegen dem Eis. Zack, ab da oben. Eis. Eis essen. Ja. Willst du Eis essen? Eis? Ja, nach oben. Genau. Anastasia weiß immer schon, wo es lang geht. Das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen. Sie kennt sich gut aus, hat einen guten Orientierungssinn. Hey, ich kenne mich auch hier gut aus. Okay. Ich beobachte dich jetzt, ob du wirklich direkt auf dem Weg zum Eis bist, Papi. Ja. Oder biegst du gleich? Denn du guckst ja immer wieder links und rechts.
Jetzt rechts abbiegen. Und dann geradeaus. Links. Da geht's aber nicht in die richtige Richtung. Eis. Eis! Nicht so viel Auswahl, aber Schokolade. Das leckerste ist Kinderschokolade, Stracciatella, Joghurt, Kirsch. Was nimmst du, Elisa? Worauf hast du Lust? Schokolade. Schokolade gibt's gar nicht, ne? Ja. Nee, das ist Mozartpraline. Erdbeerjoghurt, meinst du? Nee, das ist Rhabarber. Ach, Rhabarber. Haselnuss. Die wissen was. Oh ja, Gott sei Dank, Justus. Für Papi Haselnuss. Kinderschokolade? Ja. Das schmeckt bestimmt gut. Und Johann? Kinderschokolade. Okay. Hallo. Hallo, ich hätte gerne einmal Kinderschokolade. Bist du in der Waffel? Mit bunten Haben Sie auch bunte Streusel? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was du wolltest doch Kinderschokolade. Ja, ich will eigentlich nur Wassereis. Gibt es denn hier ein Wassereis? Nee. Gibt's nicht, ne? Ich glaube, ich nehme das und dann nehme ich noch eine Joghurt-Kirsch. Ich glaube schon, Johann, das sieht so lecker aus. Oh, ich kriege eine Riesenkugel. Oh, eine Riesenkugel für Elisa. Und dann noch Streusel drauf, Elisa, du Glückspilz. Kind. Oh, danke schön. Und ich hätte gerne auch einmal eine Kugel Kindereis mit Sonnenstreusel. Auch in der Waffe? Ja. Was nimmst du? Oh mein Gott, so ein Ding wollen meine Mädels schon ständig haben und wir sagen immer nein, nein, nein. Clara wollte das auch haben. Ja, und wir sagen aber immer nein, nein, nein. Wir wollten das auch zu Weihnachten. Sag nein, 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 Papi. Nein, nein, nein. Ja, ja, das war richtig doof. So, jetzt schauen wir für Bibi. Denn Bibi kriegt ja auch noch ein Zimmer. Aber das ist schon noch sehr Bibi, ne? Eigentlich kriegst du ja schon ein größeres Zimmer als nur so Bibi-Sachen. Obwohl das Bett ja auch noch gut wäre. Aber nicht, dass sie da irgendwie rausklettert. Ja, das kann man ja tiefer machen. Aber eins ist gut, ne? Ja. Anastasia hat sich auf jeden Fall schöne Sachen ausgesucht in der Babyabteilung. Justus, zeig mal, wie glücklich du bist. Justus sagt ja immer, wir haben schon genug Kuscheltiere. Und jetzt das. Nein, diesen Wurm, da wollte ich auf jeden Fall haben für ihre Bento-Brandung. Das hat schon auch seine Funktion. Und den Lama, den hat sich einfach so ausgesucht. Kann Mama nicht nein sagen. Achso, und das Ding ist cool. Johann, gib mal her, dann zeige ich das mal kurz. Das ist jetzt so ein Wickelauflagenbezug, aber auch noch mit so Kopfkissen am Rand oben. Das hat mich jetzt immer so gestört, weißt du, dass ich das Haus ja gewickelt habe und dann hat sie da oben immer so gegen die Wand gestoßen mit dem Kopf. Ich habe natürlich trotzdem aufgepasst, aber trotzdem war es doof. Das ist jetzt irgendwie so mit dran genäht. Und dann passiert das eigentlich nicht mehr. Also fand ich gut. Habe ich gerade erst entdeckt. Also als Vierfachmama entdeckt man auch noch mal so neue Sachen, die man so ausprobieren möchte. Johann ist glücklich? Ich bin glücklich. Ist alles, was du haben willst? Ja. Zumindest so grob die großen Möbel, ne? Ja, das habe ich ja schon. Genau, und das behältst du. Ja. Sofa und Sofa-Couch-Tisch haben wir jetzt bestellt. Und Kommode. Kommode bestellt Justus gerade oben. Das ist eine andere Etage. Lass dich überraschen, wie es bei Johann aussehen wird. Er hat einen guten Geschmack, mein Sohn. Er ist gar nicht so wie seine Mama, so weiß. Er ist eher so dunkel, schwarz und so. Ja, aber es sieht bestimmt gut aus. Er darf sich wieder, wie gesagt, das alles selber aussuchen. Deswegen, ja, mal gucken, wie es geworden ist, ne? Vielleicht zeigt Johann das dann nochmal, wie er das so schön einrichtet bei sich. Anastasia. Bibi, was tust du da? Sie holt sich ja immer meine Sachen raus. Nein, 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 Mamis. Hallo, hallo, ja. Ja. Tschüss, viel Spaß noch, ja. Süß. Wieder liebe Zuschauerinnen getroffen, ne? Freuen wir uns immer. Nein. Nein? Kriegt Mami das nicht wieder? Nein. Nicht, dass es wieder schmutzig wird, Johann. Eieiei. So, jetzt warten wir auf Papi. Hoffen, dass er gleich kommt. Und ja. Fertig ist mit deiner Kommode. Und dann gehen wir noch was Leckeres essen, oder? Wo? Weiß ich nicht, Johann. Ich glaube, hier in der Nähe gibt es nichts Leckeres. Entweder essen wir dann zu Hause oder hier. Okay, auch eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall werde ich mein Zimmer richtig toll einrichten. Mit LEDs. LEDs, genau. Da wollte Johann nochmal zum Elektronikmarkt, um sich hier LEDs auszusuchen. Ja. Wird ein richtig cooles Jugendzimmer. Zockerzimmer. Ja. Zocker.
Anastasia. Macht die auch schon Lippenstift drauf?